Hallo und einen wunderschönen guten Abend euch zu Hause am Monitor. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid und alle, die uns regelmäßig verfolgen, Glückwunsch. Ihr habt heute die 10. Live-Präsentation hier, die ihr verfolgen dürft. Das ist auch eine gute Stelle, sich mal zu bedanken bei euch, die ihr immer dabei seid und uns so eifrig verfolgt und auch Kommentare gebt. Aber auch hier dem ganzen Team, das hier im Hintergrund jedes Mal dabei ist und die ganze Sache hier organisiert und für guten Bild und guten Ton sorgt. Ja, wir haben heute wieder eine praktische Geschichte für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß dabei und viel Spaß mit Martin und Markus, die euch heute durch den Abend führen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Wie gesagt, ich bedanke mich heute gleich mal wieder bei Markus, dass der Markus mich wieder so tatkräftig unterstützt und beim Bernhard natürlich für die Ansage und natürlich bei dem Team hinter der Kamera, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben uns heute ein bisschen, wie ihr es schon seht, das Thema Bereitstellungspläne und Schere-Spreizer ausgedacht, beziehungsweise auch das ganze technische Hilfematerial, was wir so auf unserem LF20 dabei haben. Wir haben danach so ein kleines bisschen noch die erweiterte technische Hilfe aufgebaut, was wir später noch euch zeigen. Im Endeffekt fangen wir ganz einfach mal an. Wir haben uns mal, oder es wurde sich, oder haben sich manche Leute mal Gedanken darüber gemacht, wie man am schönsten die Geräte genauer ablegen kann, beziehungsweise wo wir was haben, für die, wo jetzt nicht ganz so oft dabei sind, beziehungsweise allgemein so als kleine Erinnerung, was man hat. Da fangen wir mal ganz einfach an. Wir haben als erstes natürlich die Bereitstellungsplane. Die Bereitstellungsplane ist hier das Blaue, kennt jeder, liegt im G1 neben dem Spreizer und muss als erstes rausgeholt werden. Und dann haben wir mal so ein bisschen gegliedert. Vorne ist der Rettungssatz mit Zubehör, im Endeffekt die Stempel. Hier haben wir die Patientenversorgung und Werkzeug dafür. Und hier haben wir das Unterbaumaterial. Zum Thema Unterbaumaterial ist eigentlich mal ganz einfach zu sagen, wir haben uns mal Gedanken gemacht, wo kann auch eine kleine Ortsfeuerwehr, wenn jetzt zum Beispiel Glasofen, Zimmern, Marienbrunn, früher Oberwittbach, jetzt noch Michelried, an die Einsatzstelle kommt, was die machen können, wenn jetzt zum Beispiel eine Person unter dem Fahrzeug liegt. Und da haben wir gesagt, auf jedem TSF ist auf jeden Fall eine Schlauchbrücke, die zeigt der Markus euch jetzt immer, verlastet. Die können wir natürlich, Markus, bringst du mal bitte mit vor, auch so hinlegen oder aufbauen, dass wir da eine gewisse Höhe bekommen. Das heißt, wir können die hier nochmal umklappen, so hoch, und danach mit dem Wagenheber, was wir auch auf dem Fahrzeug haben, nochmal einmal rum bitte, können wir jetzt eine bestimmte Höhe. Das heißt, wenn wir hier so unter dem Fahrzeug unterbauen, dass der PKW-Schweller hier drauf sitzt, ist das Ding richtig bombenfest. Uns passiert nicht. Genauso hätten wir aber auch die Möglichkeit, statt der Schlauchbrücke einen Schlauch zu nehmen. Der Schlauch hält nämlich auch einiges ab. Möglicherweise wäre es dann einfach so, man geht hin mit zwei Mann, drei Mann, hebt am Schweller einfach so hoch, also nicht, dass man sich dann aus dem Kreuz raus, das Kreuz kaputt macht, sagen wir es mal so, und setzt unten drunter meinetwegen zwei B-Schläuche. Dadurch ist die Karre auf jeden Fall gesichert, uns passiert nichts. Natürlich haben wir ein bisschen ein erweiterten Unterbaumaterial bzw. Sicherungsmaterial dabei. Wir haben zum Beispiel auf dem LF20 Stab fast verlastet, Formhölzer und die Lego-Technik. Die Lego-Technik haben wir das letzte Mal schon mal gehabt, beziehungsweise das Rüstholz. Man sieht ja, hier beim LF20 haben wir jetzt nicht so die Kanthölzer wie auf dem Rüstwagen, deswegen fährt der Rüstwagen ja als Ergänzung mit raus. Aber auch hiermit kann man auf jeden Fall ein Fahrzeug unterbauen, wenn es nur so ist, dass man Stück für Stück unterbaut, beziehungsweise dann auch wieder im Kreuzverband achtet und hier, je weiter man dann anhebt, immer nachschieben kann über die Keile. Da haben wir verschiedene Größen, große, kleine, dünne und dicke. Also können wir im Endeffekt schon mal ein bisschen da was mitarbeiten. Einfacher natürlich ist das Lego-System. Da zeigt der Markus euch jetzt mal die Methode. Im Endeffekt, wie ich schon sagte, Lego, Prinzip für kleine Kinder. Man hat
Hebst du nochmal kurz hoch? Eins. Man hat hier im Endeffekt so einen Nippel und hier die Lasche. Und dann kann man es gerade reinstecken und dann verrutscht es auch nicht. Dann können wir das ganz entspannt hochziehen und dementsprechend unser Fahrzeug wieder sichern. Auch wieder in dieser Position können wir das Auto auch anheben, wenn es geht. Aber natürlich, bevor wir das Fahrzeug groß unterbauen, müssen wir es ja erstmal gegen Wegrollen sichern. Dafür haben wir die Unterlegkeile. Wir zeigen euch auch zum Schluss alles nochmal, wo das auf dem Fahrzeug verlastet ist und gehen auch die Karte mit durch, dass wir genau wissen, wo was verlastet ist, wofür haben wir was. Ja, dann, wenn wir das Fahrzeug soweit unterbaut haben oder beziehungsweise sichern, geht natürlich auch parallel der Trupp vor mit dem Brandschutz sicherstellen. Dafür haben wir jetzt hier mal paradehalber unseren Feuerlöscher vorgestellt oder hingestellt. Wir nehmen natürlich auch noch den C-Schlauch beziehungsweise einen S-Schlauch mit raus, dass wir auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Löschwasser dabei haben. Aber so haben wir schon mal den doppelten Brandschutz sichergestellt. Und wenn wir den dreifachen noch sicherstellen wollten, hätten wir noch Schaum aufbauen können beziehungsweise CO-Löscher nehmen. Hier haben wir jetzt unser schönes Stabfast. Das wäre als ergänzende Maßnahme, wenn der PKW jetzt auf der Seite liegen würde oder auf dem Dach, wo wir sagen, hey, wir tun uns echt schwer, mit den Klötzen das Fahrzeug zu unterbauen beziehungsweise mit der Schlauchbrücke. Würde wahrscheinlich auch gehen, aber mit dem Stabfast haben wir einfach nochmal eine entspanntere Arbeitssituation für uns und wir haben nach unten auch den Platz frei, was wir jetzt im Endeffekt mit dem Unterbaumaterial komplett verbauen würden. Das zeigen wir euch jetzt auch gleich. Wollen wir gleich anfangen? Gut, dann setzen wir das gleich mal an. Im Endeffekt beim Stabfass ist es wichtig, soll ich mit Handschuh anziehen? Ja. Moment, dann unterstütze ich jetzt erstmal schnell Markus. Wir haben nämlich jetzt hier mal unseren verunfallten PKW. Man sieht ja, der hat auch 4 Räder. Und gehen jetzt ein bisschen näher auf das Stabfass ein. So. Marcel, du bist auf dem Stabfass drauf? Sehr schön. Im Endeffekt haben wir hier oben eine Klaue, die kann man im Fahrzeug oder zum Fahrzeug hin verbauen. Und hier unten haben wir natürlich nochmal die Gegenkante, wo wir auf den Boden tun. Deswegen der breite Fuß immer nach unten und das nach oben. Und dadurch, dass wir hier so Krallen haben, die bohren sich dann auch mal ein bisschen, beziehungsweise bohren, ist jetzt übertrieben, aber die drücken sich dann auch mal in den Metall rein. Wichtig ist aber dabei, wenn wir jetzt einen PKW nehmen, dass wir unbedingt vermeiden müssen, dass wir direkt am Auspuff mit dem Kabel Seil hinkommen, beziehungsweise Spanngurt. Weil natürlich, wenn der Spanngurt an das warme Metall kommt, schmilzt er natürlich mit der Zeit auch und unsere Wirkung ist gleich null. Im Endeffekt führen wir es jetzt mal vor, wie wir es aufbauen. Denn das Stabfass kann man auch in der Höhe regulieren. Dazu müssen wir hier den Spannhebel aufmachen. Der Markus löst unten noch die Rolle, beziehungsweise den schwarzen Drehknopf, drehst du mal kurz nochmal rum, dass man sieht. Den haben wir hier, dass das jeder mal gesehen hat. Und darüber können wir natürlich jetzt die Rolle bzw. das Band freigeben, wie viel wir dann in der Länge nach oben brauchen. Ich halte mal hier unten fest. Ja, so geht es zu. Aber wir ziehen das jetzt erstmal raus und so weit, bis es wieder einrastet. Das hat man jetzt hier genau gehört, das Klacken, das war das, wo es wieder kommen muss, weil sonst ist der Stab fast nicht gesichert. Und wir haben die Möglichkeit, dass, oder beziehungsweise uns passiert, wenn wir jetzt unten anziehen, dass uns der Stab fast wieder nach unten kommt und dann haben wir keine Sicherung mehr. Wichtig ist, wir haben hier noch einen Kantenschoner mit dabei, dass wenn wir mal doch über eine schärfere Kante gehen, dass wir nicht hier gleich unseren Spanngurt kaputt machen. Wichtig ist auch, wir haben hier unten noch einen Haken. Der Haken ist elementar wichtig. Wenn wir den vergessen, bringt es nämlich auch nicht sehr viel. Den nehmen wir hier unten nämlich als Fixpunkt. Kannst du mir noch ein bisschen? Na klar, ich gebe dir noch ein bisschen. Sehr schön, vielen Dank. So, den setzen wir hier jetzt mal rein. Oben haben wir jetzt im Endeffekt das Gegenstück. Und wichtig ist, dass wir gleich hier so ein Dreieck kriegen, so ein Kräftedreieck im Endeffekt. Ja, im Endeffekt wird jetzt hier noch ein bisschen das Seil oder beziehungsweise der Spanngurt nachgespannt. Wichtig ist auch, dass es gerade steht. Theoretisch würde man jetzt sogar noch ein Stückchen weiter unten hingehen, wenn es möglich wäre. Bei der Gitterbox ist es natürlich jetzt ein wenig schwieriger. Aber beim Auto haben wir auch immer wieder tragende Punkte.
wo wir hin können. Wichtig ist dabei, dass wir nicht zum Beispiel jetzt an die vordere Achse dran gehen, beziehungsweise an die Reifen selber, weil vorne ist ja bekanntlichermaßen die Lenkung drin und dann ziehen wir das Ding hin und im Endeffekt passiert uns dann, dass es wieder nachgeben könnte. Ja, im Endeffekt haben wir hier dann unsere Ratsche. Zum Lösen müssen wir das hier nach oben ziehen. Moment, kannst du mal von hier. Es wird nach oben gezogen und nach vorne gezogen. Das sind dann die einzelnen Zähne. Und durch die Zähne kann man dann im Endeffekt, wie bei jedem normalen Spanngurt, anratschen. Und dadurch merkt man dann, dass sich die... Na, zieh noch ein bisschen an. Das drückt sich jetzt hier oben rein und gibt die Stabilität. Klar, unser Rollwagen rollt weiterhin, weil wir jetzt natürlich nicht gesichert haben. Markus könnte es natürlich noch einen Keil hinlegen. Dann haben wir es ganz gut gemacht. Und dadurch... Ja, und natürlich auf die andere Seite auch noch ein, dass er in die andere rein kann. Ja, so. Und dann haben wir hier auf jeden Fall, sieht man ja, Druck drauf. Und das muss auch sein. Was man früher so gekannt hat, war das Leiterprinzip. Man kann, wenn man es natürlich sonst nichts hat, kann man auch von der Steckleiter einen Teil nehmen und mit dem Spanngurt sichern. Dann wäre es im Endeffekt genauso, beziehungsweise mit der Mehrzweckleine. Problem ist aber danach, dass die Leiter eigentlich ausgesondert bzw. geprüft werden muss, weil ja die Leiter zweckentfremdet worden ist. Deswegen haben wir vor einem guten Jahr das Stabfass eingesetzt oder beschafft und könne das natürlich jetzt auch so benutzen für den Zweck, wo es gedacht ist. Und deswegen haben wir jetzt im Endeffekt halt die verschiedenen Möglichkeiten, wie wir es einsetzen. Zum Zurückbauen ist es auch wieder so, der Markus zeigt es euch jetzt mal. Wir lösen natürlich erst wieder mal die Ratsche, ganz nach oben, dass es ein bisschen entspannt ist. Man sieht, es gibt schon ein bisschen nach. Markus dreht noch ein bisschen an dem schwarzen Hebel, dass man an dem Drehknauf, das ist entspannt, sieht man ja hier, das ist jetzt locker geworden. Auch hier ist es wieder runter. Der Spanngurt geht jetzt hier im Endeffekt wieder ganz normal durch und wir können es jetzt wieder anziehen. Natürlich, bevor wir das ganz einziehen, machen wir hier wieder, fahren wir es wieder ein. Das heißt, wir legen den Hebel wieder nach oben. Und wenn es dann unten ist, ziehen wir mal nochmal die Zugprobe, dass er auf jeden Fall richtig verriegelt ist. Und rollen ihn unten wieder auf. Zeigen wir dann auch alles, wo was verladen ist oder verlastet ist und wie es verlastet ist im Endeffekt. So, dann möchten wir unser Unfallfahrzeug wieder aus dem Weg fahren. Stellvertretend, Moment, muss ich mal meine schlaue Liste wiederholen, dass wir nichts vergessen. Mach mal hier jetzt weiter. Ich habe mal symbolhaft die Kabeltrommel hingestellt. Wir haben ja verschiedene elektrische Geräte auf dem Fahrzeug. Wenig Akkugeräte, deswegen brauchen wir auf jeden Fall beim LF Strom. Da haben wir, der Markus hat es jetzt gerade schon aufgemacht. Kannst du es nochmal kurz zeigen, wie du den Stecker öffnest? Das ist im Endeffekt ein Feuerwehrverschluss. Und drehe sie mal ein bisschen nach oben, so, dass das, ja. Das sieht man jetzt hier im Endeffekt die Rastnasen, kennen die meisten von uns auch. Nur das sind die neuen Kabeltrommel jetzt auf dem LF und deswegen wollen wir es nochmal erklären. Wenn wir elektrische Geräte benutzen, heißt bei der Feuerwehr, die Kabeltrommel wird abgedrommelt. Das heißt, wir legen die komplette Leitung dann meinetwegen in den Buchten, aber das dann im Endeffekt die Kabeltrommel nicht warm wird und verschmilzt. Und es werden auch nicht unendlich viel Kabeltrommel ineinander gesteckt, weil sonst haben wir nämlich dasselbe Prinzip, dass irgendwann mal die Leitung doch erwärmt wird. Ja, das sieht man jetzt auch hier. Wir haben jetzt im Endeffekt die Bereitstellungsplane abgearbeitet. Zweimal Unterlegkeile vom Fahrzeug. Da steht nämlich auch auf der Liste, wo wir was finden. Das heißt, wir sagen zum Beispiel jetzt die Kiste vom Lego-System befindet sich einmal in G1 und einmal in G2. Die hier haben wir in G1, zeigen wir gleich, und die Kiste als Zubehör befindet sich in G2. Ja, dann kommen wir natürlich zu unserem Haupteinsatzgerät bei der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen, unseren Schere-Spreizer. Im Endeffekt, da darf der Markus mal kurz mit her. Wir öffnen mal kurz, zeigen mal, wie die Schere und wie der Spreizer ausschaut, wie er verlastet ist. Sieht man hier, wir haben im Endeffekt das Aggregat,
zwei Trommeln oder eine Trommel und zwei Schläuche dazu. Die Schläuche sind farblich gekennzeichnet, unterschiedlich gekennzeichnet. Und was der Markus euch gerade zeigt, ist im Endeffekt das Kupplungssystem. Soll ich mit hinlangen? Ja, bitte. Ich halte mal die. Moment. Genau. Und dann zeige ich mir jetzt mal, wie die zusammengesteckt wird. So. Wir haben im Endeffekt hier die Kupplung, beziehungsweise das Männlein und das Weiblein. Und dann wird es einmal rein drauf gedreht und dann ist es eigentlich verriegelt. Zum Lösen geht es ähnlich, wieder gerade in die andere Richtung. Und danach natürlich den Schutz drauf, weil wir nämlich sonst das Problem haben, dass im Endeffekt hier der Dreck reinkommen könnte. Und dadurch tun wir uns das nächste Mal schon deutlich schwerer. Ja, dann hat man das Seite so, wie wir es aufrollen im Endeffekt. Ja, lass mal so. Obendrauf haben wir jetzt im Endeffekt hier die Schere und den Spreizer. Willst du mal runterholen oder lass mal? Ja, hol mal schnell. Ja. Schere sieht man. Und hier hinten haben wir im Endeffekt den Umschalter öffnen und schließen. Genauso ist es beim Spreizer. Auch hier haben wir wieder den Hebel rechts, links, also auf und zu. Zeige Markus auch nochmal kurz. Ja. Und im Endeffekt, die Backen kann man tauschen. Da haben wir dann auch noch verschiedene Aufsätze. Das zeige ich mir dann vorne nochmal, wenn man zum Beispiel mit Ketten arbeiten muss. Auch in dem Kombiblock, sage ich mal, verlastet sind die Rettungszylinder. Die Rettungszylinder liegen hier vorne, haben wir in zwei unterschiedlichen Größen. Für die Rettungszylinder haben wir natürlich, für die Rettungszylinder haben wir auch nochmal Aufsätze, weil es kann ja zum Beispiel jetzt sein, dass der Stempel zu klein ist, dann können wir so einen Aufsatz drauf machen. Das erklärt uns der Markus jetzt auch mal kurz oder beziehungsweise zeigt uns das. Wichtig ist, dass wir das hinten am starren Teil festmachen, weil hier ist ja im Endeffekt das bewegliche Teil durch den Zylinder und hier hinten das starre, was jetzt auch fest versplintet wird. Markus setzt jetzt im Endeffekt die Verlängerung drauf. Die hat hinten dran genauso eine so Riffel oder Noppen, sage ich jetzt mal, dass sich ins Metall reinbohrt oder beziehungsweise dass es besser hält. Ins zweite Loch kommt der Splint, dass er auf jeden Fall gesichert ist. Wichtig ist auch, dass drüben dann der Stift nochmal im Endeffekt rauskommt, beziehungsweise so eine Noppe und das Ding sichert ist, dass es nicht rausfallen kann. Und dadurch haben wir jetzt natürlich fast dieselbe Länge wie der lange, beziehungsweise sogar ein Stückchen mehr. Und könne, fast, ein bisschen kleiner, aber ihr habt schon gesehen, was ich meine. Auf jeden Fall haben wir den deutlich verlängert. Auch bei dem ist es wieder dasselbe Kupplungssystem bzw. Verschlusssystem wie an der Schere und an dem Spreizer. Wird genauso arretiert. Und der Markus hat noch gesagt, dass wir noch mal kurz auf die Bedienung vom Aggregat hingehen. Willst du es noch mal kurz drehen? Oder willst du es? Ja. Ja, jetzt geht's. Möchtest du an den Umschalter? Ja, im Endeffekt schalten wir hier das Aggregat ein und aus. Und dann haben wir im Endeffekt einen Umschalter für einen roten bzw. orangenen. Das ist orange, orange und grün für die zwei Schläuche. Also kann man dann sich, wenn man jetzt auch nicht mehr weiß, welches man bedient, muss man nur gucken, welche Farbe habe ich? Und in der Mittelstellung ist es verlastet. Ja. Ist noch eine Ergänzung, Markus? Nö, passt perfekt. Sehr schön. Es freut mich. Natürlich, bevor wir ans Schneiden gehen, gucken wir erst einmal, was wir alles an Material dabei haben. Wir haben hier im Endeffekt den Octobus dabei. Das ist im Endeffekt das Airbag-Sicherungssystem. Das heißt, wenn der Airbag im Unfallfall noch nicht ausgelöst hat, gehen wir hin und nehmen das schöne System, ziehen es übers Lenkrad drüber und können es hier unten über die Schnalle nochmal arretieren. Das im Endeffekt so kann man das dann hinziehen und dann kommt der Airbag, bleibt da unten drin,
wenn er nochmal auslösen sollte in dem Moment, wo wir dann schneiden. Da möchte der Markus noch kurz was dazu zeigen. So sieht es dann aus. Wir haben das im Endeffekt in verschiedenen Größen, weil man hat mal ein kleines Lenkrad, man hat mal ein LKW-Lenkrad, kann man beides benutzen. Dafür ist es auch gedacht. Nicht, dass man dann versucht, immer nur das eine zu nehmen. Gehen wir auch gleich nochmal dann drauf ein, wo was verlastet ist. Dann haben wir im Endeffekt natürlich auch Handbrechwerkzeuge bzw. Brechwerkzeuge, Werkzeugkästen dabei, um auch mal Kleinigkeiten durchzuführen. Wir haben hier zum Beispiel das Brecheisen, das kleine. Wir haben auch ein großes dabei. Das große ist dann in der Mannschaftskabine. Das zeigen wir euch auch nochmal. Ein Gessfuß, die Rettungssäge bzw. Glasmaster zum Öffnen der Scheibe. Wichtig wäre es mir da dabei auch, dass man da im Endeffekt eine Maske trägt, weil die Glaspartikel setzen sich doch in der Lunge ab. Genauso haben wir hier im Endeffekt noch den Körner dafür, dass wir mal eine kleine Scheibe bzw. wenn der Fahrzeugführer jetzt vorne eingeklemmt ist, dass man jetzt über die hintere Scheibe mal eine Öffnung machen kann, ohne dass man den guten Mann jetzt gleich verschrickt. Dafür haben wir dann auch noch eine Decke, da sage ich auch gleich noch was dazu. Wir haben hier eine Einmaldecke, die kann man dann auch von hinten mal vorne hinhalten, dass wenn man doch das vordere Fahrerfenster öffnen möchte, dass die Glassplitter natürlich nicht auf den Patienten gehen. Das ist genauso wie wenn wir die Frontscheibe vorne öffnen, weil wir nämlich bei der Wolldecke würden sich ja die ganzen Glasfasern ja alle wie solchen Sachen drin verfangen. Und wenn wir das dann über den Patienten ziehen, freut er sich auch besonders. Wie gesagt, dann haben wir hier einen Körner, haben hier nochmal einen Notfallhammer, damit kann man auch eine Scheibe einschlagen und hier im Endeffekt noch das Gurtmesser. Ja, ist im Endeffekt ein Messer. Man sollte vom Patienten wegschneiden und nicht auf und zuschneiden, nicht, dass man Angst macht. Hier haben wir jetzt nochmal die Aufsätze vom Spreizer, was wir vorhin gesagt haben, dass wir Ketten einhängen können. Aber das machen wir dann am besten bei der Vorortausbildung mal, dass es jeder mal gesehen hat oder jeder auch mal ausprobiert hat, wenn es wieder möglich ist. Soll ja jetzt so langsam wieder gelockert werden. Dann haben wir natürlich auch noch einen Handbrechwerkzeugkoffer drin. Da ist alles Wichtige dabei. Ich sag mal vom Gabelschlüsselsatz über eine Handsäge, einen Hammer, eine Kombizange, einen Seitenschneider, eine Säge, einen Verbandskasten, einen Wanddreieck und eine Wasserpumpezange. Für die Batterien haben wir natürlich auch Elektrowerkzeug mit dabei. Das Elektrowerkzeug ist auch isoliert. Das zeige ich euch dann auch noch, wo es auf dem Fahrzeug ist. Da sollte man halt dann gucken. Das ist meistens ein 10er oder ein 13er Schlüssel. Damit kann man dann die Batterie abklemmen. Im Endeffekt haben wir jetzt schon mal kurz auch die, die Patientenbetreuung angesprochen. Wichtig ist natürlich, wenn wir die Öffnung durchführen bzw. am Fahrzeug rummachen, dass immer einer auf den Patienten aufpasst und mit dem ein bisschen redet, wenn es möglich ist, den ein bisschen beruhigt, die ganze Lage erklärt, was passiert gerade, was machen wir als nächstes und das natürlich auch in Absprache mit dem Notarzt bzw. mit dem Rettungsdienst, dass man da nicht unüberlegt handelt bzw. auch der Patient dann ganz normal betreut wird und der ach weiß, was Sache ist, nicht, dass man jetzt sagt, wir fangen jetzt gleich an, der Patient ist total verunsichert drin und wir spreizen jetzt die Tür auf, es gibt einen Riesenschlag und er hat Angst, dass gleich noch mehr passiert, dass er vielleicht noch mehr angeklemmt wird. Deswegen auf jeden Fall ein Helm und die Decken zur Absicherung und dann haben wir natürlich auch noch für die Beatmung was dabei, beziehungsweise einen Verbandskasten allgemein. Ich weiß nicht, ob der Markus da kurz was dazu sagen möchte. Im Endeffekt ist hier der Tubus mit den verschiedenen Masken. Ja. Für verschiedene Kategorien, ob man jetzt einen Erwachsenen hat, ob man ein Kind, Kleinkind hat oder ein Kind, sage ich jetzt immer. Und dementsprechend gibt es da die verschiedenen Maskengrößen, sieht man hier dann. Dann haben wir noch hier unseren DIN-Verbandskasten, den tun wir auch mit raus. Dass es auf jeden Fall das alles mit dabei ist, wenn es um den Patienten geht. Wenn wir dann natürlich am Fahrzeug rumgeschnitten haben, haben wir natürlich auch Kantenschützer mit dabei.
Das heißt, wir haben jetzt im Endeffekt die A-Säule weggemacht und die B-Säule oder vielleicht sogar das ganze Dach abgenommen. Und da können wir im Endeffekt dann hier die Holme drüber stülpen oder das Tuch über die Holme. Und dann ist die Verletzungsgefahr für uns gemindert, aber auch für den Patienten, wenn wir den retten, beziehungsweise auch für den Rettungsdienst, wenn man schnell mal hinlangen muss. Wie gesagt, haben wir in verschiedenen Größen. Da können wir auch mal eine längere Schnittkante mit abdecken. Das ist magnetisch. Wäre zum Beispiel jetzt so eine große interessant, wenn man eine Rückwand vom, ich sag mal, 3,5 Tonner weggemacht hat, dass man an den Patienten rankommt und dann über die scharfe Kante oder zum Schutz gegen die scharfe Kante unseren Kantenschoner drauf machen. Ja. Deswegen steht auch alles hier drauf auf unserer schönen To-Do-Liste bzw. Bereitstellungsliste. Da haben wir im Endeffekt den Airbag-Schutz nochmal draufstehen, den Erste-Hilfe-Koffer, die Patientendecke, haben wir ja wie gesagt, beide, die zum Wärmeerhalt und zum Schutz vom Patienten, den Patientenhelm, das Gurtmesser, den Werkzeugkasten allgemein, da auch nochmal den Leitungsroller bzw. die Holmabdeckungen, wo der Markus gerade zusammenräumt und auch wieder der Feuerlöscher für unseren Brandschutz. Das ist im Endeffekt jetzt die Bereitstellungsplane Standardkomponente. Dann haben wir uns aber auch noch Gedanken gemacht über die Bereitstellungsplane Zusatzkomponenten. Da gehen wir jetzt einmal ums Fahrzeug rum. Da haben wir nämlich auch noch was vorbereitet. Hey Markus? Danach machen wir den unteren Rundgang. So. Da wäre jetzt im Endeffekt dabei bei unserer Bereitstellungsplane Zusatzkomponenten. Das Stabfass, was wir euch vorne gerade erklärt haben. Der Mehrzweckzug, der ist in G1. Gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Beziehungsweise haben wir das letzte Mal schon bei der Übung euch mal vorgeführt, wie man den benutzt. Haben hier natürlich auch unseren Trennschleifer. Das ist das gute Stück von Bosch. Hat auch wieder den Feuerwehrstecker. Hat vorne eine Scheibe drauf. Soll man groß sagen, immer mit Schutzbrille zu verwenden. Auch wenn man Visier trägt, im Endeffekt hat man hier den Arretierungspunkt, wenn man die Scheibe öffnen will. Da dreht man im Endeffekt das Ding so lang, bis es fest ist. Jetzt geht es nicht mehr fest, der Knopf ist gedrückt. Und dann nehmen wir im Endeffekt den Schlüssel und öffnen. Da liegt er. Und öffnen dann im Endeffekt die Fleckscheibe. Dazu geht es genauso, auch wieder drücken und wieder die Mutter drauf drehen. Natürlich haben wir dann auch noch die Vimotec-Säge. Das Besondere an der Vimotec-Säge, der Markus hebt es jetzt mal kurz hoch, sind im Endeffekt die Zähne. Und mit der kann man dann halt auch nochmal Öffnungen durchführen. Wie bei der Flex, nur dass es nicht ganz so funkt. Ja, noch was? Ja. Gut. Genauso auf der Die Vimotec-Säge haben wir noch eine Säge, die Säbelsäge. Damit können wir auch zum Beispiel ein Dach öffnen oder mal was abtrennen. Das Schöne ist an der, wir arbeiten da funkenfreier. Bei der Flex haben wir natürlich viele Funken. Das Problem ist, oder der Nachteil an der Säbelsäge ist aber, dass es relativ ruckelt, sage ich mal, oder viel Vibration ins Spiel kommt. Wenn jetzt der Patient mit irgendwo eingeklemmt ist mit dem Bein oder mit, beziehungsweise ein Stahlstück steht beim Patienten rein, vibriert es halt. Ja, dafür haben wir natürlich dann auch verschiedene Sägeblätter, Holz, Stahl, Alu, Kombiblätter gibt es da auch. Und natürlich hier eine Beleuchtungskomponente, haben wir ja vorhin schon gesagt, wir haben vorne unseren Leitungsabroller und da ist auch alles mit dabei. Die Delta-Box, dass man im Endeffekt mehrere Strahler anschließen können, öffnet sich genauso wieder, nichts Besonderes. Haben hier im Endeffekt unsere Abspannleinen, wenn es stürmisch wird und auch das Flatterband, das man auf jeden Fall das sieht und hier unsere Strahler. Und was zu den Zusatzkomponente noch gehört, befindet sich in G2, das ist die Rettungsplattform. Die Rettungsplattform bauen wir auch das nächste Mal auf jeden Fall mal auf, dass ihr mal gesehen habt, wie das abläuft. Genauso hier unten noch unseren Stromerzeuger für die Elektrizität beim Einsatz.
Nebendran haben wir natürlich noch unseren Lüfter, auch elektrisch betrieben, wird aber bei der technischen Hilfeleistung eher weniger eingesetzt als beim Brandeinsatz. So. Folgen Sie mir unauffällig. Bevor wir jetzt unseren Rundgang machen, wo sich was befindet, machen wir nochmal eine kleine kurze Pause und wir sehen uns gleich wieder. Viel Spaß beim Trinken.
Also, willkommen zurück aus der kleinen Pause. Wir haben jetzt im Endeffekt, gehen wir nochmal durch, wo was verlastet ist. Ihr seht es auch teilweise, beziehungsweise ich sage nochmal was dazu. Wir haben jetzt im Endeffekt hier drüben neben der Schere und Spreizer, beziehungsweise neben dem Rettungssatz, befindet sich die Bereitstellungsplane, die Kiste mit den Ketten, beziehungsweise mit den Aufsätzen für den Spreizer. Hier oben befinden sich dann die Zylinderverlängerungen, wo wir euch gezeigt haben. Hier an der Seite, Markus, ups, das ist bei dir, jetzt muss ich rein rumgehen, oder? Ja. Geht ein wenig schwerer, also nicht wundern. Wichtig ist, dass, Moment, gehst mal kurz zu mir, dass im Endeffekt hier nicht der Bolzen einrastet, weil wenn der nämlich hier drin ist, tun wir uns nämlich noch schwerer, das Ding rumzudrehen. Hier befinden sich dann die Rettungszylinder, die zwei verschiedenen Größen, werden dann hier mit dem Spanngurt bzw. mit dem hier, mit dem gesichert, dass sie nicht rausfallen können. Hier haben wir im Endeffekt den Satz Unterbaublöcke, das sind die schrägen Lego-Systeme, wo wir gehabt hatten. Nebendran befindet sich das Stabfast. Stabfast haben wir euch auch erklärt. Oder wisst ihr, wo jetzt ist? Motorsäge, falls wir sie brauchen. Und hier oben sind nochmal Formhölzer. Die Formhölzer, es gibt noch eine Kiste hinten dran. Die sieht man auch, wenn der Marcel mal kurz hinschwenkt. Sehr schön. Und hier befinden sich im Endeffekt der Mehrzweckzug und sein Zubehör. Und hier haben wir den Werkzeugkasten. Dann war das eigentlich hier die technische Hilfeleistung. Dann schwenken wir einmal ums Fahrzeug ein bisschen rum. Haben hier die Säbelsäge und die Vimotec-Säge, die wir euch gerade gezeigt haben. Nebendran der Kabelabroller bzw. Leitungsroller, 230 Volt. Und hier hätten wir im Endeffekt den Werkzeugkasten Elektro, wo ich gesagt habe, wo sich die isolierten Schraubenschlüssel bzw. Gabelschlüssel befinden. Oben drüber befindet sich der Verbandskasten, den tun wir natürlich auch mit raus. Haben wir ja schon auf die Bereitstellungsplane gelegt. Hier haben wir nochmals das Unterbaumaterial. Das sind im Endeffekt die Lego-Steine selber, was wir als Ergänzung für die Höhe nehmen können. Sind auch bereits vorne. Hier haben wir die Beleuchtungsgruppe, das heißt die zwei Scheinwerfer und die Delta-Box bzw. die Fangleine. Das ganze Ding ist hier verlastet. Nebendran haben wir den Trennschleifer. Der ist dann hier säuberlichst verlagert. Und hier haben wir im Endeffekt das Handwerkzeug. Das heißt, hier vorne befindet sich der Geißfuß und hier hinten das Brecheisen, das kleine. Haben hier noch eine Handsäge, ein Beil, die Feuerwehraxt und einen Bolzenschneider, falls wir mal was öffnen müssen. Hier, wie gesagt, die Rettungsplattform und das Aggregat und auch hier nochmal ein kleiner Werkzeugkasten dafür. Jetzt gehen wir mal in den Fahrzeuginnenraum. Da haben wir ja auch noch Material verlagert. Da befindet sich, Markus, hältst du mal? Da befindet sich unser Patientenhelm, da haben wir zwei Stück davon. Das große Brecheisen, wo ich gesagt habe, das wir auch drin haben, das wollten wir nur nicht rausholen, weil wir das Kleine mal gezeigt haben. Hier drüben haben wir dann im Endeffekt noch den Beatmungsbeutel, die Rettungsdecken, die Patientendecke, den Patientenhelm haben wir hier, den Airbag-Schutz und die Holmabdeckungen. Ja. Das war es soweit, was wir hier an der technischen Hilfe haben. Wir werden noch ein Abschleppseil, falls wir noch mal was anschlagen müssen, aber ich sage, dafür haben wir normal unseren Greifzug. In diesem Sinne bedanke ich mich schon mal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Abend und übergebe jetzt das Wort an den Bernhard, weil der auch noch ein bisschen was erzählen möchte, wie es in Zukunft weitergeht. Vielen Dank, Servus. Ja, vielen Dank Martin für deine Ausführungen, vielen Dank Markus, dass du wieder so treu unterstützt hast. Heute melde ich mich zum Schluss auch noch mal kurz zu Wort.
Es ist uns wieder möglich oder wird uns wieder möglich sein, auch in die Praxisausbildung einzusteigen. Vorerst zwar wieder nur in Kleinstgruppen, aber wir wollen natürlich die Chance nutzen, dass wir da auch wieder etwas machen. Wie das genau aussehen wird, darüber werden wir euch in den nächsten Tagen noch informieren. Wir sind gerade noch dabei, das endgültige Konzept zu erstellen. Ich gehe mal davon aus, es wird wieder eine Mischung geben zwischen Theorieteilen, die wir online anbieten, und danach an einem anderen Tag dann kleine Praxiseinheiten, damit wir einfach auch wieder mal die Sachen spüren können und in die Hand nehmen können. Ich denke, das ist wichtig und nach dieser langen Zeit einfach auch nötig, dass wir wieder mal was Praktisches machen. Wie gesagt, momentan vermutlich nur in Kleingruppen, nur ganz verhalten. Aber ich denke, das ist wieder ein kleiner Schritt in eine Richtung zu einem normalen Feuerwehrleben und es erleichtert uns die Arbeit. Euch allen vielen Dank für die Treue, dass ihr immer dabei seid. Wenn es Verbesserungsvorschläge gibt, wenn ihr Ideen habt, gerne her damit. Schreibt uns und gebt uns ein Feedback. Wir freuen uns darüber. Es ist doch immer wieder toll zu sehen, dass an so einem Abend wie heute auch über 130 daheim am Rechner sitzen und uns beobachten. Das zeigt doch, wie wichtig es ist, überhaupt was zu machen und dass ihr gerne dabei seid. Von daher herzlichen Dank für eure Unterstützung, fürs Dabeisein und euch auch noch einen schönen Abend hier aus dem Sendestudio in Marktheidenfeld.